Vielen Dank, Frau Vizepräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Kommissionspräsidentin, was Sie hier vorgestellt haben, hat sich auf den ersten Blick gut angehört. Klare drei Bedingungen, die polnische Regierung erfüllen muss. Aber den Schluss, den Sie daraus gezogen haben, den Aufbauplan schon zu genehmigen, ist aus unserer Sicht der falsche Schluss. Es hätten Bedingungen dafür bleiben müssen und nicht Milestones werden dürfen, wo jetzt in Frage steht, ob doch am Ende Geld fließt, obwohl diese klaren Bedingungen nicht eingehalten sind. Und wenn man hier die Debatte folgt, dann kriegt man ja mit, die Rechten hier im Europäischen Parlament feiern das als großen Sieg und sagen, es wäre doch die linke Erzählung, dass der Rechtsstaat in Polen und so weiter, und jetzt hätte die Kommission doch gezeigt, dass das gar nicht so wäre. Und normalerweise erzählen die Rechten hier im Europäischen Parlament große Unsinn und große Unwahrheit, aber hier scheint ein Kern dran zu sein. Denn fünf ihrer Kommissare, darunter drei Vizepräsidenten und zwei Kommissare, die mit dem Thema befasst sind, haben gegen ihre Entscheidung gestimmt. Sie haben ihre Kommission gespalten. Sie haben dann darüber hinaus noch gesagt, die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs blieben natürlich in Kraft und die Strafzahlungen würden auch weiter angewandt. Ja, was denn sonst, frage ich mich an der Stelle. Das wäre ja noch schöner, wenn wir das auch noch ändern würden. Frau von der Leyen, Frau Kommissionspräsidentin, ich setze darauf, dass Sie hart bleiben, dass Sie konsequent bleiben. Ich habe für Sie gestimmt als Kommissionspräsidentin mit dem Vertrauen, dass Sie die Hüterin der Verträge sein werden. Aber dieses Vertrauen von mir ist endlich, wenn Sie das nicht mehr sind. Und in dem Moment, wo Geld an Polen überwiesen wird, ohne dass der Rechtsstaat wiederhergestellt ist, ist mein Vertrauen beendet.